Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Als allererstes vielen Dank für das tollen Live letzte Nacht. Ich glaube, wir waren 7 Stunden zusammen live und haben gebastelt. Es sind sehr coole ATCs entstanden. Ihr könnt ja gerne noch mal reinschauen. Live ist schon hochgeladen. Und jetzt fangen wir direkt mit einem Temu-Haul an. Ich habe wieder eine etwas größere Bestellung getätigt und habe die jetzt so eingeteilt. Und in diesem Haul geht es um magische Sachen. Vielleicht auch passend zum ATC-Tausch, der ja diesen Monat noch läuft. Bis zum 31.08. müssen die bei mir angekommen sein, also nächsten Donnerstag. Ihr könnt also noch mitmachen, wenn ihr möchtet. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen und würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Noch ganz kurz, Temu hat aktuell immer mal wieder so Aktionen mit: Hey, du kannst Gratisprodukte bekommen. Hey, du kannst Guthaben bekommen, wenn du Leute einlädst. Ich habe das mal ausprobiert. Es funktioniert, aber es dauert wirklich lang. Also am Anfang kriegt man suggeriert, dass es sehr, sehr schnell geht und man die Gutscheine sehr schnell bekommt, weil für den ersten, den man einlädt, kriegt man dann 85 Punkte und man braucht insgesamt nur 200. Ja, und für die letzten Leute, die ich eingeladen habe, habe ich dann einen Punkt bekommen. Und man denkt immer so, ja, okay, noch einer, noch einer, noch einer. So, ne? Also vielleicht da kurz die Info. Ich habe euch die Links trotzdem einmal unten reingepackt. Aber wie gesagt, wundert euch bitte nicht. Es dauert wirklich lange. Also seid da bitte nicht frustriert, wenn es dann nicht klappt, weil man muss erstmal so viele Leute kennen. Genau. Und wenn es klappt, dann kriegt man zum einen einmal Guthaben. Das wird wirklich dem Account gut geschrieben und damit kann man dann shoppen und zum anderen Gutscheinpakete, so mäßig. Kauf für 300 € ein und dann kriegst du 70 € geschenkt oder so. So einen Gutschein hatte ich auch, aber nicht von der Aktion, der war einfach so wieder dabei. Ich habe insgesamt 160 Euro ausgegeben, also für alles. In dem Haul deutlich weniger natürlich. Und habe dann 50 € abgezogen bekommen für einen Gutschein. Des Weiteren ist es ja, Mensch, Neo, hallo! Es ist ja bei Temu so, dass wenn ihr jetzt was kauft und das wird in den nächsten Tagen günstiger, man eine Rückerstattung beantragen kann und dann kriegt ihr quasi Guthaben dafür, für dann den nächsten Einkauf. Die machen halt alles, damit man wirklich regelmäßig in die App guckt und dann immer wieder kleine Bestellungen abgibt, ne? Aber das war's dann einmal dazu. Neo ist hier schon ganz aufgeregt und dann würde ich sagen, schnappe ich mir mal die Tüte mit allen magischen Sachen. Und die schauen wir uns einmal an. Es sind insgesamt 10 Produkte und wir testen natürlich auch wieder fleißig. So, und wir fangen einmal mit dieser Tüte Sticker an. Das sind 50 Stück. Ich finde sie richtig, richtig schön. Und die haben 98 Cent gekostet. Und die gehen wir jetzt einmal kurz so lang. Oder lege ich euch die? Ich lege euch die einmal hin. Dann geht das nicht so lange und ihr habt eine schöne Übersicht. Na, Neochen? Magst du die Sticker? So, ihr Lieben, das sind einmal die ersten Sticker und ich finde das so süß. Also klar, es gibt manche, die finde ich cooler als andere. Aber ich denke, da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Und ich finde die tatsächlich sehr, sehr cool. Wir holen nochmal eben eine ATC. Und da es da manchmal wohl zu Verwirrung gekommen ist, wenn ich eine ATC hole, ich hole immer den Aufleger. Also das hier ist immer der Aufleger, quasi die echte ATC ist nochmal ein Stück größer. Und ich glaube, das hier ist das Größte. Das passt wunderbar hier alles auf die ATC. Das sind einmal die ersten Motive. Und was ich halt auch so schön finde, die haben ein mattes Finish. Also man kann die auch super auf Pappe kleben und dann haben auf die ATC kleben, dass man da so ein bisschen Platzhalter zwischen hat. Und wie gesagt, die haben ein mattes Finish. So, ich dachte jetzt wegen zwei mache ich nicht noch ein neues Blatt. Ich gehe die mal hier langsam durch. Ich finde hier die Frau auf der Welt richtig schön. Hier die kleine Hexe da drin. Und ja, ich finde manche davon, vor allem auch so das mit den Pilzen, das schreit einfach für mich auch nach magisch. Und ja. Finde ich richtig, richtig cool. Und ich bin sehr froh, dass ich diese tollen Sticker mir besorgt habe. Ach so, vielleicht noch mal die Preise, die ich euch jetzt sage, sind immer die Preise, die ich bei der Bestellung quasi bezahlt habe. Ohne den Rabatt wegen der Mindestbestellung, die ich da abgezogen habe, die 50 € und ohne das gegebenenfalls erstattete, weil der Preis gesunken ist. Weil letztendlich,
ob ich jetzt für die 95 Cent oder 98 Cent bezahle, ist dann nicht so entscheidend. Und ich habe mich halt entschieden, für 98 Cent die Sticker zu kaufen. Wenn ich dann noch mal ein bisschen Guthaben obendrauf finde, dann denke ich, ist das nicht der Rede wert. Vor allem würde das Ganze das Preis raussuchen deutlich, deutlich komplizierter machen. So, und dann habe ich hier noch eine Rolle Washi-Tape. Die ist so im entferntesten Sinne ein bisschen magisch und geht halt ein bisschen in die Richtung. Das packen wir jetzt einfach mal aus. Das ist 5 cm breit und es sind 3 m auf der Rolle. So sieht das einmal aus. Und das hat 1,98 € gekostet. Ist ja schon eine halbe Doktorarbeit, das aufzubekommen. Ich zeige es euch einmal kurz so von oben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Flaschen. Und hier habt ihr halt mal die Designs. Und das hat halt dann alles noch so eine Holo-Effekt außenrum. Ich finde, das hat auch irgendwie was Magisches. Hier habt ihr dann noch mal die anderen. Außenrum sind viele Hortensien und es ist halt alles sehr blau gehalten. Aber das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Die sind jetzt nicht irgendwie vorgeschnitten, also ich könnte das exakt so aufkleben. Und wenn ich dann halt ein Glas haben möchte, muss ich dann mir eine Schere schnappen und das einmal ordentlich ausschneiden. So, schön zugeklebt. Und dann waren das schon mal die zwei, ersten zwei Produkte. Und ich würde dann einfach mal mit meinen Feenstempeln weitermachen. So, und als erstes Stempelprodukt und auch als teuerstes haben wir diesen Baum mit den hübschen Feen. Der Stempel hat 2,68 € gekostet. Hier die Fee schaukelt, die hat eine Blume und die tanzen alle so ein bisschen. Und hier ist nochmal so ein bisschen Grünzeug, was zum Baum passt. Ich finde halt diesen Baum auch richtig, richtig schön. Hier nochmal die ATC. Also die Feen passen da alle wunderbar rauf. Und ich muss gestehen, der Baum, wir nehmen mal eben keinen Aufleger. Also man muss ja keinen Aufleger nutzen und dann könnte man sogar den Baum hier hinstempeln. Wenn man da dann vielleicht einen Feensticker raufklebt, könnte das auch sehr cool aussehen. So, dann haben wir noch einen zweiten Feenstempel gekauft. Der hat jetzt 1,25 € gekostet. Und hier sind dann auch so witzige Bommelchen bei. Ich fand die Pflanzen tatsächlich auch sehr cool. Und ja, das sind dann die kleinen Feen. Und auch hier nochmal, die passen wirklich alle wunderbar auf dem Aufleger. Und sogar diese Bommelchen passen auf dem Aufleger. Man kann ja hier unten ein bisschen, ne? Also das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Vielleicht nochmal ganz kurz, damit es vielleicht nicht so ein Thema in den Kommentaren wird. Wenn ich Stempelsets sehe, wo ich ganz genau weiß, okay, die sind von der und der Marke, dann kaufe ich sie nicht. Ich kann nicht alle Marken kennen, ich kann nicht alle Stempelsets kennen. So, dann kaufe ich die. Mit der Gefahr, dass es natürlich ein Plagiat ist. Dem bin ich mir bewusst. Für mich ist es fein. Ich würde aber nie auf die Idee kommen zu sagen, oh, es gibt von der Marke ein neues Release. Zack, kaufe ich mir das irgendwo in China. So, das mache ich nicht. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber wenn ich mir da 100 Stempel angucke und eins sehe, wo ich denke, oh, das ist ja cool, fehlt mir, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen die Zeit zu gucken, ob das vielleicht von irgendeiner anderen Marke kommt. Und da muss man ehrlich sein, ob jetzt Temu, AliExpress, Shein, Wish, das ist halt alles das Gleiche. Selbst bei Amazon kann man Plagiate kaufen. Also, ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wenn ich sehe, oder auch die, manche sind ja auch so dreist und benutzen wirklich das Werbebild von der Seite, dann distanziere ich mich davon. Aber wenn ich es nicht weiß, weiß ich es nicht. Dann schaut euch mal bitte diesen tollen Hintergrundstempel an. Ich hole ihn mal raus. So, schaut mal bitte, wie genial der aussieht, oder? Und wenn der nicht nach magisch schreit, weiß ich auch nicht. Ich finde den richtig, richtig toll. Mit den ganzen Pilzen, das ist einmal der große. Und hier haben wir einmal den kleinen, da sind noch ein bisschen mehr Fliegenpilze mit bei. Hier einmal, also der ist zu schmal für eine ATC, den kann man natürlich super für den Hintergrund benutzen. Und der Stempel hat 1,48 € gekostet. Und ich liebe ihn. Jetzt kommen wir zu einem Stempelset, wo ich mir nicht sicher war, ob ich das zu den süße Tier-Haul packen soll oder zu dem magischen. Aber da das so, ja, eher dunklere Motten sind, dachte ich mir, süße Tiere ist jetzt nicht so richtig, richtig.
Also packen wir es zum Thema magisch, weil ich finde, Motten haben was sehr Magisches. Natürlich kommt es immer auf den Konsens drauf an. Und hier unten haben wir noch die Nummern von 1 bis 8. Ich muss gestehen, irgendwie dachte ich von 1 bis 9. Dann hätte man das auch für die Rückseite der ATCs nutzen können. Aber alles nicht so wild. Und wir sprechen hier von 15 Mottenstempeln, die wir jetzt haben. Und das Stempelset hat 1,79 € gekostet. Ist das nicht toll? Ich lieb's. Ich glaube, Neo weiß, dass wir im letzten Live eine ATC für ihn gebastelt haben und ist deswegen heute noch ganz aufgeregt, der kleine Fratz. Wir haben jetzt hier nochmal ein Stempelset auf Deutsch. Lass deine Träume wahr werden, Wunscherfüller und wünsch dir was und dann so ganz viele Sterne. Das fand ich tatsächlich echt ganz schön und auch das hier. Und durch diesen Schein, finde ich, hat das auch ein bisschen was Magisches. Die Sternstempel haben 1,34 € gekostet. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Stempelset. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal auf Neo. Und zwar sind das diese kleinen süßen Drachen. Davon sind auch schon ein paar hier eingezogen für die ATCs von Magisch. Also zwei. Ja, zwei verschiedene Leute haben auf jeden Fall diese Drachen benutzt, um ihre magischen ATCs zu basteln. Und die finde ich tatsächlich auch richtig, richtig goldig. Und die Drachen haben 1,48 € gekostet. So, dann gibt es jetzt noch zwei Sachen. Und bei der einen Sache möchte ich euch jetzt nicht hören. Aber ja, ich habe es wieder getan. Ich habe mir einen Prägefolder gekauft. Oh, ich bin echt. Neo, du bleibst hier jetzt öfter sitzen. Das ist echt super mit dir. Schaut mal bitte. Der ist halt so mit Federn. Und ich finde den einfach richtig, richtig schön. Und dass ich auf Federn stehe, ist ja wirklich kein Geheimnis. Und ich finde halt, Federn kann man auch sehr schnell in die magische Richtung kippen, weswegen sie jetzt hier bei dem Haul dabei sind. Und der Prägefolder hat 1,98 € gekostet. Und ist ein ganz normaler A6-Prägefolder. Und zu guter Letzt haben wir hier noch zwei Stencil. Die gehören zusammen. Das ist mein Wolkenstencil, der hat 1,48 € gekostet. Und hier sind halt einmal Wolken mit so ein paar Pünktchen. Und hier sind mal ganz viele Sterne und Mond. Hier sehe ich gerade, hier ist noch der drin. Wie gesagt, da habe ich jetzt einmal leicht gegengedrückt und schon floppt er raus. Und man kann die auch, ne, Neo, so nebeneinander legen. Und das passt dann auch perfekt. Also man kann die, finde ich, sehr gut einzeln nutzen oder auch zusammen. So, ihr Lieben, das waren jetzt die 10 Produkte zum Thema magisch. Ihr könnt ja gerne mal sagen, welche ihr davon am coolsten findet. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Stencil an. So, weißes Papier haben wir schon mal. Ich würde sagen, wir fangen mit den Wolken an. So, und wir legen den Stencil jetzt mal perfekt an der Kante an. Weil das macht es uns dann gleich hoffentlich mit dem Sternstencil einfacher. Neochen, keine Sticker essen, das machen wir hier nicht, das weißt du doch. Und jetzt sitzt du da leider wirklich unpraktisch, kleiner Schatz. Ich glaube, wir warten noch mal kurz. Aber ich muss den Stencil sowieso noch mal ein bisschen bewegen. Ich habe den ein bisschen zu sehr mittig auf meinen Tisch geklebt, da komme ich gar nicht ran. Sondern hier ist eine gute Arbeitshöhe für mich. Nochmal schön rüberpusten, weil da ein paar Neo-Haare waren. So, dann gucken wir mal, ob ihr jetzt noch alles gut im Bild habt. Wunderbar. So, und ich nehme hier einmal das Nachtblau und einmal Babyblau zum Wischen. Ich lieb's. Ich habe jetzt schon Stempelfarbe auf dem Finger. So, weg damit. Und wir fangen jetzt mit dem Hellblauen an. Ich mache euch jetzt einen Zeitraffer rein und dann könnt ihr euch anschauen, wie ich ein paar Wolken wische. Also, so sieht es jetzt einmal aus, nur mit den hellen Farben. Und jetzt gehe ich überall noch so ein bisschen mit dem Dunkelblau rein, aber nur ein bisschen.
So, in die Wolken habe ich jetzt wirklich immer nur so leicht getupft, dass da so ein bisschen dunkelblauer Schimmer rüberkommt. Und jetzt machen wir mal das Washi-Tape ab und gucken mal, ob das gut funktioniert hat oder nicht. Oh, also ich mag das, glaube ich, ganz gerne. Ich hole euch das mal ein bisschen näher ran. Also ob man jetzt diese Flecken dazwischen braucht, ist jetzt wirklich ein bisschen die Frage. Aber ich finde, durch dieses Getupfte mit dem Dunkelblau sehen die Wolken tatsächlich echt ganz cool aus. Also das finde ich tatsächlich echt ganz schön. Und hier würde ich die Sterne, glaube ich, ganz hellgelb machen und den Mond in so einem, naja, gelb-orange irgendwas Gemisch. So, ihr Lieben, und so sieht jetzt der fertige Himmelhintergrund aus. Ich finde ihn tatsächlich ziemlich cool. Ich mag das auch, dass der Mond dunkler ist als die Sterne. Klar, das habe ich so entschieden mit den Farben. Aber ich mag auch dieses Pustrige auf den Wolken. Also der Stencil ist auf jeden Fall schon mal top. So, ihr Lieben, dann haben wir eben den Prägefolder ausprobiert. Schaut ihn euch an. Also ich habe so ein bisschen Schimmerpapier genommen. Und die Federn erkennt man wirklich sehr, sehr gut. Und so wäre dann einmal das Negativ. Aber ich persönlich arbeite eher mit dem, mit der erhabenen Seite dann. Also, der ist auch wieder richtig top. Ich liebe ihn. So, wir probieren jetzt hier einmal den Pilzstempel aus. Und den will ich einfach nur in Schwarz hier oben raufstempeln und dann machen wir einen Kartenaufleger quasi drauf. Guckt mal, wie cool das aussieht. Wir gehen jetzt noch einmal rüber, damit der wirklich tief schwarz ist. Aber der sieht so schon super aus. So, jetzt schaut es euch an. Das sieht doch richtig toll aus, oder? Und da jetzt ein Diecut-Pilz drauf oder irgendwie sowas ein bisschen Mystisches. Hammer. Ich bin begeistert. Richtig, richtig toll. Es ist einfach so cool. Ich liebe dieses Stempelset. Toll, 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 toll. Und dann testen wir jetzt noch einmal den Baum. Schaut euch mal den tollen Baum an. Ist das nicht genial? Hier, das in der Mitte habe ich ruiniert. Da ist hier beim Stempel nichts und ich habe zu doll aufgedrückt. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. Das ist meine Schuld. Aber es sieht doch toll aus, oder? Richtig gut. Richtig gut. So, ich zeige euch nochmal, was wir getestet haben. Wir haben zwei Stempel getestet. Wir haben den Prägefolder getestet. Und den Stencil haben wir auch getestet. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was am schlechtesten war, würde ich den Stencil nehmen. Aber das hat eher ein, irgendwas muss schlecht sein. Also ich liebe die Sachen alle richtig, richtig doll. Finde sie richtig toll. Auch der Prägefolder 1A, die Stempel. Den hier habe ich nur einmal abgestempelt.
den hier zweimal mit der Stempelhilfe. Perfekt. Perfekt. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Sachen sagt. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.